Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wenn du mitten im Pausebildschirm noch bist und dann reinkommst und ein Söldner da hinten auftaucht. Und den dann erstmal erledigen tust. Hi. Mir tun die Tiere eigentlich voll leid, ne? Aber... Aha. So. Dang. Dang, dang. Na komm, steh auf. Ihr geht mir auch auf den Sack. Sterb. Ich will ihn plündern. Komm, geht mir nicht auf den Sack. Tschüss. Zack. Ach, von da. So. Diese Söldner, ey. Ich wollte ja eigentlich weg. Und keinen weiteren Söldner töten. Mann. Und dann taucht hier einfach noch einer auf. Und noch einer? Irgendwie in der Nähe? Nee, diesmal nicht. Okay. Was haben wir jetzt schon wieder bekommen? Naja. Söldner. Oh. Flup, flup, flup. Okay. Hey, 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 hey. Ja, was sagt denn das Geld eigentlich? 4035. Ich weiß gar nicht, wie teuer das jetzt war. So. Guck mal, hier steht wieder ein Pferd rum. Okay. Wie kann ich helfen? Kaufen. Hm. 4800. Was kann man denn noch machen? Na gut, ich habe dann keine Kohle mehr sonst. Na guck mal, da vorne ist ein Söldner aufgetaucht irgendwo. Valerius, der seelenlose Wanderer. Zack, zack. Zack. Komm her. Zack. 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 Gleich hat der Schmerz ein Ende. Schlägt er mich einfach. Oh. Eine Waffe von dir? Doch. Reitzack. Noch einer. Oho. Hä?
Vorne kommt er doch. Oh, wieso wird denn da nicht angezeigt? Deckung! Oh nein, nicht mit mir! Nee, wieso nicht? Zack, zack, zack. Gemeinsam in den Hades. Meinst du? Damit machst du dich nur lächerlich. Na komm. Wenn ich schon diese ganzen Attacken hab, ne? Dann sollte man sie auch einsetzen. Aha. Noch einer weg. So. Jetzt soll ich eigentlich die Kohle haben, ne? Jo. Die hab ich jetzt. Bogen, den ich nicht brauche. Dreizack, den ich nicht brauche. Aber dass er eben nicht angezeigt wurde, ist halt so, naja. Okay. Na, wieso hatten die noch was? Und warum wurde das vorher nicht angezeigt? Naja, ich habe keinen Schimmer. Ja. Ich heuere Seeleute an und ich zahle besser als jeder andere. Okay. Braucht er halt ein. Zack. Feuerkraft. Feuerkraftgewinn beim Rammen. Sehr gut. Sehr gut. Erstmal niedergeschlagen. Minderwertige Ware wirst du hier nicht finden. Nee. Zack. Ja komm, Holz haben wir auch genug. Erstmal. Verbessern. Zack. Und ziehen wir das auch gleich mal an. Nach dein Herz verlangt. Zack. Zack. Attentäter. Das ist halt alles Attentäter, ne? Aber was soll's. Die anderen Sachen hat man ja alle. Die habe ich nur abgelegt. Okay. Was ist das hier? Mit Hilfe der Bewaffnung kannst du deine Waffe und Ausrüstung schnell zu... Okay. Oh, dein Atem riecht nach toter Maus. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, nicht das mit Ikaros jetzt. Aber ich meine halt das mit der Waffenwechselung. Das kannte ich gar nicht. Dass du einfach speziell auch wechseln kannst. Ist mir neu. Komm schon. Komm schon. Hi. Zack, meins. Da lag was. Malaka. Malaka. Immer dieses Malaka. Komm schon. So. Ella. Ella, Ella. Ella, Ella. Okay. Komm ich da mal rum im Pferd? Los. Los. Du schaffst das. Komm. Komm.
Okay, das ist ein Schnellreisepunkt. Wo haben wir den denn? Da. Und wir müssen da hin. Dann gehen wir es mal da rein. Weil hier gibt es keinen mehr. Okay. Da oben. So. Ich werde wahrscheinlich falsch hoch gerade. Obwohl, nee. Ich dachte, hier wäre so eine Kluft zwischen. Aber nee, ist nicht. So. Eine Ruine da oben wieder. Biotieren. Das Land der ewigen Kreise. Oder was stand da? Ich habe das nicht ganz lesen können eben. Zack. Hoch mit dir. Hui. Okay. Alles klar. Ich dachte, da lag irgendwas. Wir müssen da drüben hin. Da. Das ist auch mitten auf dem Berg. Hui. Schubidu. Schubidu. Meins. Und da unten sind wahrscheinlich da irgendwelche Banditen oder so drin, ne? So wie immer. Zack. Holz. Heiligtum der Athena. Doch nicht? Nö. Hier gibt es gar nichts. Okay, wurde schon geplündert dann. Wahrscheinlich. Ist ja meistens dann so. Wenn da nichts mehr ist. Das ist noch eine Aufgabe. Tötet ihre Bestie. Schneller. Sei nicht so lahm. Mann, Mann, Mann. So. Okay. Schätze plündern. Hi. Wir verkaufen nur die besten Waren. Fertig? Dann auf Wiedersehen. Fertig. Schätze plündern, wo denn? Wow. Ich kann von hier aus auch jetzt Adlerangriff machen. Stimmt ja. Meins. War ich nicht. Hi. Na? Stufe 27. Ich suche nach... Du! Stentor? Oh. Ah. Oh.
Lacker! Ich bin hier, um zu helfen, du Idiot! Nicht nach Megaris! Nicht nach dem, was du getan hast! König Archidamos von Sparta hat mich geschickt, um dir zu helfen. So wenig vertraut er mir also. Und verlässt sich lieber auf eine verfluchte Söldnerin! Die Götter strafen mich mit deiner Anwesenheit. Wenn ich deine Bestrafung wäre, wärst du schon längst tot. Warum schicken die Könige dich? Stentor, bleib ruhig. Ich bin hier als deine und Spartas Verbündete. Wir haben schon zusammengearbeitet. Wir können es wieder tun. Deine Hilfe in Megaris mag die Region für Sparta gesichert haben. Doch ich verlor mehr, als ich gewann. Ich hätte dir damals nicht trauen sollen. Warum also jetzt? Ich bin nicht zum Spaß hier. Wie ist die Lage? Alles läuft bestens. Die böotischen Rebellen sind ein Problem, aber wir werden mit ihnen fertig. Was macht das spartanische Heer in Böotien? Wir belagerten die Athener, bis Kleon uns zurückschlug. Die Eroberung Böotiens würde seine Position schwächen. Der Wolf war tot. Ich wurde gebraucht. Ich konnte meine Männer nicht im Stich lassen. Nur, dass der Wolf nicht tot ist. Du solltest den Göttern dafür danken, dass sie mich schickten. Dein Auftrag ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Du bist keine Verbündete, nur eine Waffe. Dann setze mich ein. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Versuch's. Es gibt 4 böotische Helden, die für Athen kämpfen. Aristeos, Deianira, Nisea und Drakon. Glaubst du, du kannst sie töten? Ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Ich sagte doch, wir kriegen das hin. Warum diese Helden töten? Ich sollte eine Schlacht gewinnen. Entweder erfüllst du den Auftrag oder du stirbst bei dem Versuch. So oder so, ich werde zufrieden sein. Oh ja, klar. Wo kann ich diese mächtigen Böotier finden? Ich weiß es nur von 2. Es gibt Berichte, dass sich Aristeos in der Festung von Gla aufhält. Nisea wurde zuletzt in den Wäldern im Osten Thebens gesehen. Die Böotier hassen doch grundsätzlich jeden. Warum verbünden sie sich mit Athen? Sie sehen sowohl Sparta als auch Athen als Feinde an. Aber Athen war zuerst hier. Und sie schlossen eine kurzfristige Allianz. Was ist so toll an diesen Helden? Es sind nur 4 Sterbliche gegen das ganze spartanische Heer. Sparta hat seine Armee und Böotien hat seine Legenden. Sie sind ein Symbol für das, was dieser Ort einst war. Okay. Je eher ich fertig bin, desto eher erobern wir Böotien für Sparta. Wie gesagt, wenn der wüsste, dass sein Vater noch lebt. Feuerschaden, Gravur. Muss gleich nochmal einen Punkt verteilen. Welches Level ist der? Warum wird der Söldner mir schon wieder nicht mehr angezeigt? Ach komm, der ist 27. Ja. Weißt du das? Da komm her. Autsch. Das war doof. Naja. Machen wir das nochmal so. Es ist einfach. Es bringt so Spaß, ihre Techniken einzusetzen. Aber wie gesagt, umsonst haben wir die ja nicht, ne? Tschüss. 22 Söldner habe ich schon erledigt. Upsala.
22. Okay. Auch nicht schlecht. Sense, schwere. Entschuldigung, schwere Klinge. Kriegerschaden geht aber dann dadurch runter. So. So. 8 Seitenhäuser nur noch. Dann habe ich 30 Stück. Hui. Willkommen. Verkaufen. Tschüss. Ja komm, weg damit. Gravur. Wo hatte ich denn Feuer aufgemacht? Auf dem Bogen? Nee. Denkst du? Okay. Ein Kopfschuss ein bisschen höher schon, aber nee. Okay. Schade. Ich bin so doof manchmal. Verbessern. Wir verbessern haben wir halt noch keinen. 3000. Gesamtrüstung. Giftschadeneffekt. Bogen ist auch viel zu teuer. Kriegerschaden. Ach. Ich sehe gerade was. So. Gravur. Das ist der Vierer. Hier ist der Sechser. So. Auf bald dann. Ja, auf bald dann. Okay. In einem Zustand göttlicher Raser richtet alle Angriffe in 10 Sekunden 20% mehr Schaden an. Während dieser Zeit sind alle gegnerischen Angriffe nicht tödlich. Okay. Fähigkeit zuweisen. Warte mal. Ich würde eigentlich auf Abbrechen gehen, aber... Du. Mach ich mal so. Ist er in der Nähe oder was? Normalerweise geht das dann so. Okay, gut. Der eine ist hier. Nee, der eine ist da. 37. Das ist da am Interfinx. Ist also in der Nähe. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. 37, 36. Aha. Hm.
Das ist... da. Hier ist die Festung. Ich könnte ja erstmal hier hingehen. Ich gucke erstmal, ob ich das schaffe überhaupt. Ach. Das ist das hier. Nee, Moment. Ja doch. Doch, doch. War richtig. Man muss halt erstmal gucken. Hopp. Erstmal wieder runterspringen. Dass ich hier wieder was zum Aufsammeln. Mann. Den. Komm, Ferdi. Es ist wenigstens schneller. Erstmal gucke ich, was das da vorne ist. Da. Höhle des Wahnsinns. Los. Ja. Wo ist Höhle des Wahnsinns? Unter uns irgendwo wahrscheinlich, ne? Irgendwo muss jeder Eingang sein. Los. Hier nicht. Komm schon. Heiligtum. Sieht gefährlich aus. Ich muss wachsam bleiben. Yep, ist Ella. Gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Das ist ein Höhleneingang. Ach da. Hier ist der Höhleneingang. Ding. Okay. Na dann. Das war erledigt. Nicht schlecht. Okay. Das haben wir. Da noch. Was ist das? Das ist der Rakon. Ach, ich nehme das Fett mal mit. Gut, was haben wir hier? Das ist es. Okay. Hui. Wow, ho, ho. Was ist das da hinten? Seid noch mal da.
Schau ich einmal kurz. Ist doch bestimmt viel zu schwer. Ella. Da vorne irgendwo. Ach. Mist. Autsch. Mal ausprobieren. Zack. Autsch. Tschüss. Autsch. Du mich auch. Zack. So. Einer mehr. Ja. Okay. Ich geh mal hier einmal kurz hin. Na, dann haben wir nämlich da noch einen Schnellreisepunkt. Was immer nicht schaden kann. Außer ich darf da nicht rein. Theben. Aber glaube ich nicht. Wäre ein bisschen mies. Würde so auch passen. Okay, dann gehen wir da mal hoch. Was haben die alle? So. Hoch da. Zack. Gut. Aber ich würde sagen, damit würde ich dann die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Und dann werden wir mal gucken, ob wir die anderen erledigen können. Wenn nicht, dann müssen wir halt gucken, dass wir woanders ein bisschen leveln gehen, ne? Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.